Ich will erstmal nur die Jungs hier ausschalten. Und wenn ich hier lang gehe, sehe ich da Loot aufschimmern, mit dem ich dann einfach mal so einbreche. So. Ein weiteres Gebiet. Was auch sehr wichtig zu finden ist. Ey, du da. Ich kann dich einfach von hier aus abschießen. So. So. Und weg. Und ja, deine Kameraden sollte ich auch abknallen, die da unten rumlungern. Weil wenn wir darüber gucken, sehen wir mal wieder Sigi in einer schlimmen Position. Ja, von oben sehen die richtig ungemütlich aus, die Jungs. Die können einen sogar mampfen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und es sind 4 Stück. Mal sehen, ob ich den mit dem Blitzspeer von hier aus treffe. Ja, tue ich. Und dich auch. So. Und den letzten treffe ich von hier aus leider nicht so gut. Aber von hier. Und ja, da unten ist wieder mal giftige Plauze. Und noch einer von denen. Den dürfte ich allerdings anschießen können. Genau. Weg mit dir. Hier gibt es nämlich auch noch ein Story-Ende, also eine Nebenstory, und zwar Sigis Nebenstory zu beenden. Und zwar gibt es 3 Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich mir jetzt ausgesucht habe, ist es, die Viecher da unten zu töten. So. Es gibt noch 2 andere Möglichkeiten, die werde ich euch aber erzählen, sobald ich mit Sigi geredet habe. Hallo, Sigi. Ah. Oh, there you are. Wait, did you defeat those dire creatures? Outstanding. You never fail to impress. Well, one. This night of happiness is set. Take this as a token of my gratitude. Genau, er gibt uns den gefleckten Steinplattenring. Ja, Sigi, mach dich nicht so runter. Du hast es nach Lost Iseliff geschafft. Ja, also das hier ist die erste Möglichkeit, das eigentlich beste Ende, was es geben kann, auch wenn Sigi ein bisschen deprimiert ist. Dann gibt es noch das schlechte Ende, wenn wir Sigi ansprechen, bevor wir die Viecher töten, dann kämpft er uns mit uns gegen sie. Also er springt da runter und nimmt Schaden. Sollte er mehr als die Hälfte seines Lebens verlieren, stirbt Sigi da unten und wir kriegen auch diesen Ring. Das ist das ganz schlechte Ende. Da gibt es noch das traurige Ende, wenn Sigi in dem Kampf noch mehr als 50% seiner Lebenspunkte hat, dann zieht er sich zum Aschesee zurück und wird dort zur Hülle. Und seine eigene Tochter tötet ihn. Und sie gibt uns dann eine graue Scholle. Was ich finde, ist, eine graue Scholle ist zwar ein seltener Gegenstand, aber ich finde, es ist den Preis für Sigis Leben nicht wert. Soll er eben ein paar Tage schmollen. Und dann wird es ihm irgendwann wieder besser gehen. Übrigens kann Sigi ziemlich gute Zweihänder schwingen. So, also ab da runter in die Gülle. Und ich habe mir extra schon mal meinen Eisenring angezogen, damit ich hier nicht so... grüne Schärpe, ja. Damit ich hier nicht einfach... damit ich hier schneller vorwärts komme, so. Weil in der Gülle bewegt man sich auch ziemlich langsam. Ja, und die Gegner droppen auch rote Brocken. So, an diesen komischen Fallluken müssen wir uns dran vorbeiquetschen.
Und müssen dann hier zu dieser Truhe, die hier ganz gut versteckt ist. So. Hier ist nämlich die rote Scholle versteckt. Eine der beiden roten Schollen, die wir bekommen können. Für die zweite rote Scholle müssten wir eine verbesserte Pyromantieflamme mit Snuggly traden. Also eine Pyromantieflamme auf plus 15 bringen und sie dann bei Krilan gegen zu einer noch besseren machen. Was allerdings der Mühe nicht wirklich lohnt. So. Gut. Schluck trinken. Hier hochgehen. Hier liegt nämlich noch mehr Zeug rum. Noch ein roter Brocken. Und da kriegen wir, glaube ich, noch einen roten Brocken. Genau. Und jetzt müssen wir wieder runter und auf die andere Seite und dort hoch. Weil dort müsste dann, glaube ich, der Weg hoch wieder sein. Und wir müssen außen rumlaufen. Weil dort Baum im Weg ist. Ja. Warum müssen wir das tun? Weil Baum. Ja, ja. Gift tickert weiter. Und ja, das hier sind Löcher des Todes. Und die sind extra so konstruiert worden, dass die Plauze nicht ablaufen kann, in der wir laufen. So. Hier ist nichts. Trinken wir noch mal ein. So. Ja, und dann müssen wir hier langlaufen. Vorsichtig, dass wir nicht runterfallen. Ja, genau. Hier geht nämlich der Weg nach oben. Tschüss, Sigi. Ein schönes Leben dir noch. Das war nämlich das letzte Mal, dass wir Siegmeier aus Katharina zu Gesicht bekommen. So. Einmal Homeward Bone. So. Einmal bitte teleportieren zur Tochter des Chaos. So. Aufsteigen. Beweglichkeit. Zweimal, genau. Bodenlose Kiste. Wir holen uns unser Flammenbastardschwert mal raus. Waffe verstärken. Flammenbastardschwert bringen wir jetzt mal, weil wir es können. Auch wenn es keinen Nutzen mehr hat, weder für das Let's Play noch für sonst was, auf die letzte Stufe. So, und packen es mal wieder weg. Feuerbastardschwert, so. Ausrüstung reparieren. Ja, seht ihr, wie sehr unsere Rüstung unter der Lava gelitten hat? Ja, reparieren wir erstmal unsere normale Ausrüstung. So, und dann die Rüstung. So. Und bevor ich jetzt in Lost Isolde weitermache, hole ich kurz den Gegenstand, den ich vergessen habe. Dazu brauche ich den orangenen Ring. So. Und zwar hier unten gleich am Anfang gibt es ja noch einen Gegenstand auf einem Hang. Und an den kommen wir jetzt dank des Ringes sehr leicht ran. Hey Jungs. Ja, und das da hinten ist übrigens Lost Isolith. Diese Kuppel, die wir hier gerade sehen. Also wir haben uns den ganzen Weg im Kreis gekämpft durch die Dämonenruinen, um dort reinzukommen. Ich frage mich eh, wer hier unten wohnen möchte. Das ist nämlich echt das furchtbarste
die furchtbarste Landschaft überhaupt. Und trotzdem gibt es so viele Sachen, die darauf hinweisen, dass hier mal eine Stadt war. Also da würde ich ja noch lieber in der Burg der Untoten wohnen als hier. Auch wenn das auch schon ziemlich heruntergekommen ist. Aber das war sicherlich mal ein schönes Gebiet, bevor überall nur noch Höhlen rumliefen. So, hier müssen wir nämlich auf diesen Vorsprung hoch. So. Genau, Seele stolzer Krieger, auch wenn das nur eine Kriegerseele war. So. Wieder zurück. So. Und jetzt können wir ja den Fahrstuhl nehmen. Oh. Nee, nee. So, da wir Kirk dreimal besiegt haben, taucht hier nun seine Hülle auf. Und wir können seine Rüstung an uns nehmen. Über Kirk gibt es auch ziemlich viele Spekulationen. Er ist zwar ein Finstergeist, aber angeblich dient er Quilan. Er jagt Menschlichkeit, um sie Quilan darzubieten, weil er vielleicht sogar in sie verknallt ist. Rüstung des Dornritters Kirk, des gefürchteten Geistes der Finsternis. Ein dichtes Dorngestrüpp wächst auf ihrer Oberfläche. Der passende Gegenstand für den mörderischen Kirk. Denn schon indem man sich einfach nur trägt und eine Rolle ausführt, kann man dem Gegner Schaden zufügen. Ja, das steht bei allen Gegenständen. Also brauche ich das nicht nochmal vorlesen. Gut, tun wir die Rüstung schnell weg. Und dann geht's ab zum Boss. Wo ist die Rüstung? Habe ich sie schon aus Versehen übersprungen oder kommt sie noch? Da ist sie ja. So. Kurz gucken, ob ich wirklich nichts mehr habe, was unnötig ist. Ah ja, der Eiselift-Beschleuniger. Der Beschleuniger, den die Hexe von Eiselift benutzte, als ihre Töchter noch Flammenhexen waren. Also bevor sie das Chaos verzehrte, bevor die Pyromantie geschaffen wurde, waren ihre Zauberstäbe Medium der Zauberei. Doch was wissen um die Flammenzauberei ist längst verschwunden. Ja, gut. Ausdauerring bitte. Den werden wir jetzt dann wieder brauchen. So. Und dann nehmen wir jetzt die Abkürzung nach Eiselif. Gut. Dafür einfach hier runter hopsen. Hops. Und hier runter. Die Sunlight Maggots können wir ja jetzt ignorieren. Die hier rumwuseln, genau die. Bei Sonnenlichtmedaillen haben wir ja genug gesammelt gehabt. Wir können einfach hier durchbrechen. So. Gleich schon mal auf die großen Blitzspeer wechseln. Obwohl vorher einmal heilen, weil jetzt müssen wir uns kurz durch den Tiefdämon durchboxen. Einmal kurz. So, komm her du. Ah, das war falsch. Ich wollte den Großblitzspeer.